So, hallo, noch einmal zum Smith-Diagramm. Heute soll es um das Thema Anpassung gehen und wie wir das Smith-Diagramm dafür verwenden, um Anpassung zu machen. Ich gehe davon aus, dass Sie ganz grob wissen, worum es eigentlich geht, um die bei der Anpassung. Erwähne aber trotzdem ganz, ganz kurz noch, was denn das Ziel hier eigentlich ist. Wiederum haben wir einen Generator mit einer Innenimpedanz von Z0, die typischerweise ja die 50 Ohm ist. Und reflexionsfrei soll daran angeschlossen werden irgendeine beliebige Last ZL'. Nun, wie man das erreichen kann, ist entweder über eine Serien- oder eine Parallelresonanz. Ich zeichne es etwas grob und vereinfacht hin. Entweder, wenn das eher hochohmige Lasten sind, brauchen Sie eine Spannungsüberhöhung, die Ihnen ein Serienresonanzkreis liefert, wie sowas hier. Oder die Alternative, Sie haben irgendetwas Niederohmiges, dann wird ein Parallelresonanzkreis nötig, der in etwa so aussieht und eine Stromüberhöhung für diese niederohmige Impedanz hier liefert. Nun, worum es geht bei der Anpassung, ist genau diese beiden Elemente hier zu bestimmen, die ich jetzt auch zunächst mal nur generisch hier reinschreiben werde. Nämlich als, ich fange mal mit dem ersten Fall an, nämlich der Parallelschaltung hier. So, was hier mal ein JB liefert und hier wiederum eine rein imaginäre, ein reines Blindelement mit einem JX. Nun, ich rechne ein Beispiel aus. In dem Beispiel wollen wir haben, dass ZL gleich ein 100 Ohm plus, da habe ich ohnehin gerne den Wert J, 100 Ohm ist ZL', die normierte Last, also bei Z0 gleich 50 Ohm, ist 2 plus J2. Im Smith-Diagramm finden wir das hier. So. Wir stellen sofort fest, wenn wir hier jetzt irgendetwas Blindes anschließen würden, also irgendeine Reaktanz anschließen würden, dann könnten wir uns nur so oder so in diesem Smith-Diagramm bewegen. Und das kann es irgendwie nicht sein. Wir müssen hinkommen, dass der Realteil hier, wir müssen auf diese Linie irgendwie kommen, dass der Realteil nämlich schon mal 50 Ohm hat und wir dann nur noch den Imaginärteil anpassen müssen. Das werden wir hier, wenn wir hier was in Serie anschließen, nicht hinkriegen können. Deswegen können wir auch den Weg nicht gehen, sondern müssen, ich habe es da vorne ja schon angedeutet, eine entsprechende Blindimpedanz oder Blindadmittanz parallel schalten. Eine Parallelschaltung macht man am besten im Admittanzdiagramm, müsste also jetzt zunächst mal hier diese Impedanz in eine Admittanz umwandeln, was wir durch Spiegelung am Ursprung tun. So, in etwa so gelungen. Ich nehme wieder, kann das auch mit dem Zirkel und Geodreieck machen. Ich nehme wieder nur dieses Teil hier und komme dann gespiegelt an dieser Stelle raus. Wenn ich hier jetzt etwas, hier ist es parallel, also hier jetzt eine Suszeptanz addiere oder subtrahiere, dann kann ich mich tatsächlich auf einem dieser Kreise hier bewegen, so. Oder so, ich nehme den kürzesten Weg zu meinem Hilfskreis hier, der nämlich ist, dass hier schon der Realteil des Leitwertes normiert gerade gleich 1 ist. So, nun, mit was habe ich das gemacht? Was habe ich gebraucht dafür? Ich habe hier bei 0,24 gestartet. 2, 2, 2, 2, 4 und bin rausgekommen bei 0,4. 4 ebenso. Das heißt, ich habe hier ein B ja abgezogen, da ich in die negative Richtung gegangen bin. Ein B gleich minus 0,22. Das würde, wir können es hier nachlesen, R inductive substances, Suszeptanzes, das würde sein ein
eine Induktivität. Das heißt, wir werden jetzt schon herausgefunden, dieses JB hier ist eine Induktivität, deren Wert der Induktivität wir bestimmen können, weil wir ja ihren Blindleitwert kennen. Nun, hier komme ich jetzt nicht weiter, also muss ich das ganze Ding wieder zurücktransformieren auf die Impedanzebene. Ich mache das wieder hier mit meinen Hilfslinien. Und komme, naja, hätte ich näher besser gezeichnet, würde ich auch rauskommen, komme hier tatsächlich auf diesem Ding hier raus, was genau dieser Kreis hier entspricht. Was ich jetzt machen muss, ist noch auf diesem Kreise hier runterwandern, was ich tun würde mit einer Kapazität. Und zwar muss ich wandern hier um minus J1,7, das heißt mein X. Da oben ist gleich minus 1,7 x'. Habe ich da eigentlich b' geschrieben? Ne, b'. So, also wäre hier b' gleich minus 0,22 x' gleich minus 1,7. Cap Induktivität. Umrechnen auf wirklich Elementwerte kann ich das mal. Ich kann die auch anders realisieren. Ich könnte zum Beispiel hier dieses parallele Ding hier mit einer kurzgeschlossenen oder leerlaufenden Leitung, also mit einem Stub, realisieren. Da müsste ich eben den Stub entsprechend so dimensionieren, dass wir genau auf diesen Blindleitwert kommen. Okay. So, was ist nun im anderen Fall der Fall, wenn ich nämlich eine Impedanz habe, die eben gerade nicht da sich befindet, wie ich das hier gezeigt habe, sondern die, naja, eigentlich ist sie im Bereich hier außerhalb dieses Kreises hier mit dem Realteil gleich 1, also beispielsweise irgendwo hier. Upsa, ich würde jetzt mal nehmen hier 0,2 plus J 0,2, ich glaube, das ist ein guter Wert, also ZL' gleich 0,2 plus J 0,2. Das würde entsprechend natürlich 10 Ohm plus J 10 Ohm und wäre zu finden im Smith-Diagramm. Hier. Na, hier habe ich es ein bisschen einfacher. Was ich nämlich machen kann, ist, ich kann zunächst mal von hier mit einer Induktivität bis hier hochlaufen. Kann ich relativ leicht ablesen. Ich komme hier bei 0,4 raus. Das wäre also jetzt hier ein, in jedem Fall ist es ein x Strich wieder gleich 0,2, eine Induktivität. Und jetzt habe ich schon mal den Leitwert, den Realteil des Leitwertes hier auf dem Wert, den ich haben möchte. Und muss jetzt noch den Leitwert so modifizieren, dass ich hier mit dem JB darunter komme. Nun, wie mache ich das? Ich muss in die Leitwertsebene rüber. Das heißt, ich würde hier wieder die Spiegelung im Ursprung machen. So. Bin also an dieser Stelle. Und kann jetzt ganz bequem auf diesem Kreis hier weiterlaufen, bis ich dann im Ursprung rauskomme. Das würde ich tun. Ich muss die Suszeptanz erhöhen. Das heißt, ich würde hier mit einem C da hochlaufen. Dieses C hat einen, nee, das C nicht, sondern dessen Blindleitwert hat einen, das wollte ich nicht, Wert von b gleich b' gleich 2. So dass ich jetzt hier bekomme x' gleich 0,2, b' gleich 2. Auch hier das b kann ich auch realisieren über einen Stub. Auch das wäre problemlos möglich.
Das x muss meine Induktivität sein. Nun, wenn wir die Vorgabe haben, das Ganze nicht über beispielsweise hier jetzt so eine, das sollte ich ausmalen, über so eine Induktivität zu realisieren, sondern dass wir das Ganze realisieren wollen über eine Leitung, ist das Prinzip das gleiche. Allerdings müssen wir etwas anders vorgehen. Ich würde jetzt hier die Leitung noch mal kurz reinzeichnen. Wir sind wieder gestartet hier an der Stelle. Nun müssen wir die Transformation mit der Leitung vor uns vornehmen. Das heißt, wir wandern auf einem Kreis um den Ursprung. Das hat nicht ganz geklappt. So, besser. Auf einem Kreis um den Ursprung. Hier Richtung Generator an diese Stelle. Diese Leitung braucht eine bestimmte Länge, die wir ablesen können. So, da sind wir, da fangen wir hier an, das ist 0,4383634 0,32 bis 0,68 0,068 und hier habe ich noch eine 0 dazwischen vergessen. Das heißt, die Differenz dazwischen ist 0,36 Lambda. Das muss die Leitung lang sein. Jetzt haben wir dieselbe Aufgabenstellung hier nochmal. Wir müssen nämlich jetzt mit, ob das gut geht, geht gut, den nochmal spiegeln am Ursprung, kommen auf dem 1er Kreis raus und haben hier ein etwas verändertes B. Man sieht es von 1,8. So, eben waren wir da, jetzt sind wir hier. Das heißt, wir brauchen hier noch ein B gleich 1,8. Okay, das war's. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis bald.